Nur irgendeine komische SMS gekriegt. Naja, die Inseln. Die schöne Ladeszenen wieder. Die liebe ich auch immer so unwahrscheinlich. Aus dem Grund habe ich Chrome ausgemacht, weil Chrome hätte jetzt noch Speicher gefressen. Wo soll's hingehen? Wir gehen, Moment. Hierhin. Genau. Ist zwar das Teuerste, aber wir haben es ja. Man hat ja. Wenn du über 1 Million Simmeloons hast, da kannst du mehrere Generationen davon leben. Das ist wohl wahr. Also. Ich glaube, da reichen schon ein paar hunderttausend Simmeloons. Ich meine, wenn du nicht so groß in Urlaub fliegst oder so, da können da auch ein paar Generationen von leben. Das stimmt. Weil, für was gibt's denn groß Geld aus? Für ein bisschen Essen und für die Rechnung bezahlen und... Das sind 2000 Simmeloons oder so alle... paar Tage, was weiß ich, wie die Rechnungen da reinkommen. Und Kühlschrank muss ja nun auch nicht so oft füllen und das ist auch nur ein paar hundert Simmeloons oder so. So ein Leben möchte ich in echt auch mal haben, wenig Geld ausgeben und dafür viel haben. Ja. Willkommen in unserem Hotel. Bitte wähle ein oder mehrere Suiten, indem du auf Türen klickst. Klicke dann auf die Rezeption, um einzuchecken. So, wir werden natürlich das hier nehmen, weil das ist das teuerste. Was? War das das teuerste oder war das? Wir gucken einfach. 1486. 1100 und das nur 900 noch was, ne? Ne, 800 noch was. Also das hier. Hat auch die meisten Betten, obwohl das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Können eigentlich auch das kleinste nehmen. Nehmen wir auch. Das größte brauchen wir eigentlich gar nicht. So viele Betten brauchen wir gar nicht. Ist auch nur so teuer, weil es so viele Betten und alles sind. Und wie luxuriös sieht's hier aus? Naja, es geht. Gibt Schlimmeres. Welche Zimmernummer haben wir eigentlich? Kann man das lesen? Nee, es steht natürlich wieder ein Zimmlicht da. Reservieren. Wenn du genügend Hotelsuiten für dich und deine Mitreisenden reserviert hast, kannst du einchecken, indem du auf die Rezeption klickst. Gut, dann wollen wir mal einchecken. Ben macht das mal alles. Dag Dag, a Dirt McGurn, Dag Dag. Dag Dag. Fadisch. Danke fürs Einchecken. Auch übrigens, die Übernachtungen im Hotel können auf die Dauer ganz schön teuer werden. Warum kaufst du dir nicht ein Ferienhaus und wohnst umsonst? Andere Sims beginnen nun im Hotel einzuchecken. Vergiss nicht, genügend Speeden für all deine Mitreisenden zu ordern. Hammer. Gibt es irgendwelche Bedürfnisse? Ne, gibt es eigentlich noch nicht. Da machen wir gleich. Wellen betrachten. Sonnen. Gehen wir uns gleich sonnen hier. Lisa hat die irgendwas. Nee, Lisa geht sich mit sonnen. Damit sie dann schönen Sonnenbrand kriegen. Eincremen vorher. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wenn nicht, ist ja ein bisschen doof. Ja. Web. Schönes Handtuch hat Ben da. Ah, er macht's. Er cremt sich ein. Lisa auch. Super. Oh, die liegen so weit weg voneinander. Kaum geheiratet, wollen wir schon wieder nichts miteinander zu tun haben. Das habe ich gerade auch gedacht.
Lass mich doch in Ruhe, am besten noch Feuer dazwischen und gut ist. Ja. Können auch nach Muscheln suchen. Oder wollen wir eine Sandburg bauen? Eine Sandburg, das wär's doch. Ja, komm, wir bauen eine Sandburg. Wir lassen die erstmal ein bisschen brutzeln hier. So, muss reichen, Ben. Steh mal auf. Ich mach der auch ganz dunkelgrün, wenn er sich richtig gesonnen hat. Ich glaube auch. So, da ist Ben. Na, er hat noch keinen Sonnenbrand. Ben wird erstmal Sandburg bauen, währenddessen Lisa hier mal ein paar Bedürfnisse befriedigt und Essen beordert. Zimmerservice. Gruppen. Wackelpudding. Chili con carne. Das schmeckt eigentlich geil. Chili con carne. Ist auch was Leckeres. Ja. So, Lisa, mach mal. So, Ben tut fleißig Sandburg bauen. Mit seinem Ehering hier. Jetzt hängt das Spiel gerade bei mir. Hallo Spiel. Ah, geht doch. Oh, Lisa ist braun geworden. Also er hat keinen Sonnenbrand gekriegt, ist einfach nur braun geworden. Sehr schön. Sieht ein bisschen komisch jetzt aus, aber naja. Was soll's? Was machen die hier? Quatschen doof rum. So. Och, Ben ist wieder da. Was macht er? Ach, er will auch aufs Klo, ne? Lass mal den nochmal aufs Klo. Boah, Was Ben macht hat denn? keine Farbe zugelegt. Nee, leider nicht. Oh, jetzt kann er es nur noch zerstören. Schade. Ah, es tut gut, endlich ein wenig auszuspannen. Oh, nach Schatzgraben. Oh, was heulst denn du rum? Ist die Ehe jetzt schon so schlimm? Scheint so. Depression. Gucken wir, hier ist ein Plan vom Haus. Oder vom Zimmer, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wo bist Ben? Ach, der gräbt schon nach dem Schatz. Sehr schön. So, unser Essen ist auch da. Oh! Ich glaube, Ben hat eine Wasserader gefunden. Oh. Okay. Hat Ben halt eine Wasserader gefunden? Boah, aber jetzt nicht mehr duschen gehen. Ja. Oh, der Ausblick ist schön von hier. So, hier essen, dann der schöne Ausblick hier. Mach ich mir direkt mit, kurz auf Urlaub. Ja, also da ist es eigentlich das. Das ist irgendwas, irgendeine Bedeutung, irgendeine tiefere Einsteigen. Scheint keine tiefere Bedeutung zu haben, die Baumstämme hier. Gut. So, ich. Ach, ich glaube, wir haben schon wieder eine Stunde erreicht, ne? Ich denke auch so Ja, langsam. so langsam, ja. Wir wollten ja nur so ungefähr eine Stunde aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Ich glaube, die Stunde müsste schon längst rum sein. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Dann nehmen wir einfach später nochmal auf. Gut,
ja, ein bisschen was erreicht haben wir in dieser Session. Unsere Kleinkinder sind jetzt zu Kindern geworden und wir befinden uns momentan im Urlaub. Schade, dass die Kinder nicht dabei sind, aber da werde ich dann wohl später irgendwann nochmal einen Urlaub nachreichen, weil die Kinder wollte ich jetzt eigentlich schon dabei haben. Boah, ich würde sagen, damit verabschieden wir beide uns. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nach Bedarf, wenn ihr euch das angesehen habt. Ja, und dann bedanke ich mich, dass ich Gast sein durfte. Sehr seriös, die Tali, sehr seriös. Und ja, mal gucken, vielleicht ist die Tali beim nächsten Mal wieder dabei. Mal gucken, was sich so ergibt, ne? Genau. Genau, okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss.